Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid an diesem tollen, sonnigen, geilen, warmen Tag. Ich hoffe, ihr hattet ebenfalls einen geilen Tag. Und was auch ebenfalls geil ist, sind die neuen, ich denke mal, die meisten von euch haben es mitbekommen, Hextech-Kugeln in League of Legends. Ja, und wenn es neue Kugeln gibt, dann muss ich die natürlich öffnen. Wo wären wir denn hier? Dieses Mal ist das Ding allerdings etwas anders. Und zwar haben wir hier die tollen Beach-Volleybälle. Und diese sind speziell für die Lanes gedacht. Ja, ich habe auch noch eine Honor-Kapsel, Stufe 5, die werden wir ebenfalls öffnen. Wir haben noch hier richtig viel Zeug, was wir aufmachen können. Bevor wir allerdings diese tollen Kugeln aufmachen können, müssen wir erstmal was anderes Wichtiges klären. Und zwar, es ist ja bald wieder Gamescom-Zeit und ich werde ebenfalls auf der Gamescom vorhanden sein. Ich werde ebenfalls da sein, unter anderem auch für Captiva. Und Captiva hat mir da passend zu meinem Hextech-Unboxing einen PC zugeschickt, den wir jetzt auch erstmal auspacken werden. Da ist das schöne Schmuckstück, Leute. Ja, machen wir mal auf den schönen Kasten hier. So, dann wollen wir noch mal schauen, was hier Schönes drin ist. Miau. Das kann weg. Ja, schönes Handbuch hier. Ja, lesen kann ich aber leider nicht. Jetzt nicht fallen lassen. Aus dem Weg! Du auch! Da haben wir das schöne Stück, meine Freunde. Schön! Schön! Richtig schön! Kommen wir zum interessanten Teil. Was ist denn eigentlich in diesem tollen PC drin? Wir haben hier einen Intel Core i5 Prozessor, eine GeForce GTX 1050, einen Arbeitsspeicher von 8 GB DDR4 und eine 120 GB SSD Festplatte. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall einen kräftigen Einsteiger-PC, vor allem für die Leute, die mal gesagt haben, sie wollen jetzt mal wieder ihren PC ein bisschen upgraden oder sich generell sowieso einen neuen kaufen. Da kann ich diesen PC auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Aber Tobi, ich habe gerade gar kein Geld zur Verfügung und ich muss mir auch noch Nahrung und Kleidung kaufen. Das ist gar kein Problem. Denn Captiva macht aktuell ein Gewinnspiel. Die suchen nämlich den Community-PC und ihr habt jetzt jede Woche die Möglichkeit, unter 3 Captiva-PCs euren absoluten Favoriten, ja, persönliche Meinung zählt auf jeden Fall, abzustimmen. Und ganz am Ende des Giveaways, nach circa 3 Wochen, werden diese Gewinner noch einmal gegeneinander antreten und der absolute finale Gewinner, also der Community-PC, der wird dann unter allen Teilnehmern an euch verlost. Sahne! Link ist in der Beschreibung. Ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, dieses Jahr bin ich auch auf der Gamescom anzutreffen, das heißt am 23.08. auch an anderen Tagen, aber speziell am 23.08. habt ihr die Möglichkeit, ja ihr seid ja immer so heiß da drauf, auf der Captiva-Bühne selbst gegen mich One-on-Ones machen zu können. Das heißt, das Ganze startet von 11 bis 12 Uhr, von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr und von 18 Uhr bis 19 Uhr, also den ganzen Tag verteilt. Ich würde mich natürlich super krass darüber freuen, wenn ihr mit am Start seid. Ich habe mir auch letztes Jahr wirklich viel Zeit für die einzelnen Leute genommen. Würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch treffe und vielleicht auch im One-on-One fertig mache. Aber genug gelabert, meine Freunde. Wir machen jetzt endlich die freaking Hextech-Volleyballkugeln auf. Und bevor ihr mich aber noch fragt, weil diese Frage wird auf jeden Fall kommen, Tobi, warum genau diese Anzahl an Kugeln? Das heißt, ich habe mir natürlich als Midlaner 5 Midlane-Kugeln gekauft, wo auf jeden Fall Midlane-Skinshots drin sind. Ich habe mir 2 Support-Kugeln gekauft, weil ich noch Pyke gerne haben möchte. Ja, in diesen 2 Kugeln muss Pyke drin sein. Dann habe ich noch eine Schützenkugel, da muss Project Jin drin sein. Und 4 Toplane-Kugeln. Da habe ich so die Idee, dass da vielleicht Dawnbringer Riven oder auch dieser Garen Darius Skins, die neuen, die es da gibt. Irgendwie sowas in der Idee. Und wir haben natürlich noch diese tolle Kugel, beziehungsweise Honor Stufe 5 Kapsel. Die machen wir als erstes auf. Ich glaube, da ist nichts Cooles drin. Kane, 5 Schlüsselfragmente und grauer Warwick. Ne? Da kann man schon mal mit anfangen. Schön. Das finde ich schön. So, fangen wir doch mal an mit den Midlane-Kugeln. Schneetag Malzahar. Der ist okay, ne? Also, der ist okay. Ne? Gerade bei der Hitze, die wir haben, bei mir sind es 29,1 Grad. Da könnte der mir gerne seine Eiseder mitgeben. Sternwächterin Lux, die ist okay. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so dieser Sailor Moon-Fan. Das sind so Skins, die sind zwar episch, aber die würde ich halt niemals spielen, ne? Also, ich glaube, es gibt keinen Sailor Moon-Skin, den ich jemals anpacken würde. Eindeutig nicht Vel'Koz allerdings. Also ich hoffe, dass ich den noch nicht habe, weil dann würde ich mich jetzt umso mehr drüber freuen. Der Skin ist wirklich gut. Ja, der ist nicht mal episch, aber der ist halt
Ich meine, holy shit, der ist einfach, der ist absolut delicious. Übrigens packe ich euch nochmal ganz kurz unten in die Beschreibung für alle, die es interessiert, beziehungsweise unter das Video in die Kommentare, die Skins rein, die, wo ich mich absolut noch drüber freuen würde. Dieser Skin ist nicht drin, deswegen weiß ich nicht, ob ich ihn schon habe oder nicht. Aber, ja. So, machen wir mal die blauen Kugeln auf. Machen wir mal hier. Puppen Poppy? Also ich muss ja sagen, ich bin jetzt Poppy Main geworden, ne? Poppy Full AD im Jungle. Macht Bock. Da muss wohl Puppen-Poppy ran. Ne? Warum nicht? Warum auch nicht? Ich habe mich ganz gut schon gefreut, dass es Dawnbringer-Riven werden würde. Es ist leider nur Meisterschafts-Riven. Davor haben sich diesen Skin haben ja auch super, super viel abgefeiert. Aber hier steht 2016 dran. Das heißt, das ist der alte Skin. Weil es gibt ja... Oder weiß ich nicht. Es gab ja zwei Versionen von diesem Skin. Es gab einen alten, den du nur, wenn du Dreck gekauft hast, und einen, ja, etwas neueren, damit die, die den Dreck gekauft haben oder bekommen haben, sich davon ein bisschen abheben konnten. Ist jetzt die Frage, welcher das ist. Aber ist jetzt auch nicht so mein Favorit. Boah, versteckt das Hinge. Also bis auf den Weltkost-Skin hält sich das alles sehr in Grenzen bisher, muss ich sagen. Na, gucken wir mal, ob wir Pike kriegen. Also, ja, ne, sündige Naschereimorgana, der ist scheiße. Sagen wir einfach, wie es ist. So, Pike, bitte, jetzt. Hey, Tobi, ich mach Support-Splitter auf. Velkos ist ein Supporter, natürlich ist er das. Ich meine, klar, man kann ja auf Support spielen, aber ganz ehrlich, wenn das ein Supporter ist, dann will ich jetzt aus meiner Midlane-Kugel hier einen AD-Carry kriegen. Ah, ne, das war die Top-Lane-Kugel. Oh, ich war gut schon verwirrt hier. Kriegst du das, Shen? Was waren das jetzt? Stahlkrieger, Velkos, der ist aber cool, der Skin, muss man sagen. Ne, anscheinend will Riot, dass ich Velkos main werde. Marquise, Vladimir, Marquise, der ist kacke. Na, der ist einfach kacke. Ich bin Vladimir main, aber der ist kacke. Dr. Cannon. Also, ich muss sagen, man konnte für 9000 RP, ja, 9000, 10 von allen Kugeln kaufen. Ich glaube, es waren 10 oder 5. 5 waren es, glaube ich. Ja. Das war, also ich bin, glaube ich, froh drüber, dass ich es nicht getan habe. Weil so richtig geile Beute habe ich bisher nicht. Ja. Krabbenbeutel! Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Aber ich habe gesehen, dass man ihn kaufen konnte. Nicht kaufen konnte. Deswegen freue ich mich, dass ich einen habe. Krabbenbeutel, Leute. Geil! Varus Blitzschnell? Was ist das für ein Name, Varus Blitzschnell? Was ist das überhaupt für ein Skin? Aber okay. Krabbenbeutel. Wir machen eine Champion-Capsule auf und gucken, was drin ist. Alter, was ist denn hier los? Hey, sind da immer so viele drin? Veigar, Ude, achso, weil das so billige sind. Okay. Krabbenbeutel, meine Freunde. Nein, wir rerollen erstmal. Ne? Hab ich schon, schade. Ne? Das ist natürlich schade. Schmeißen wir den mit rein, schmeißen wir den mit rein, schmeißen wir den mit rein. Schauen wir mal, was wir rauskriegen. 100 mal Orange Essence. Kommando Lux, das ist der schlechteste Skin, den es in League of Legends gibt. Der ist richtig kacke. Ich meine, wer hat sich ausgedacht, dass es einen Zauberstab mit Flammenwerfer vorne dran gibt? Was ist das für eine Idee? Ein Zauberstab mit Flammenwerfer. Ich meine, ich dachte jetzt immer, er wäre ein MG. Aber hier ist ja dieses Feuerding, also... I don't know. So, werfen wir mal den nächsten Rums hier rein. Was ist das hier? Fischnami? Ja, Grillmeister Leona. Ich habe ja richtig Pech. Wieso kriege ich nur Müll? Ich kriege nur Müll. No. Vor allem, das dauert immer so lange. Ich denke, da explodiert gleich irgendwas. Ja, also, nee. Also, den habe ich anscheinend schon. Na, werfen wir den Kram mal hier rein. Also, Leute, ich weiß noch, das Ding ist, ich habe noch so viele, weil ich beim letzten Pepperoni-Opening die nicht mehr gererollt habe, weil ich so körperlich tot war. Deswegen habe ich hier noch so viele, die ich rerollen kann. SSG, also ich glaube, das ist einer von den neuen und diese neuen Skins sehen wirklich gut aus. Na, Ezreal weiß ich jetzt nicht, aber die teilweise sind die not bad, muss man auf jeden Fall sagen. So, wir haben hier noch Sion. Alter, ich habe ja richtig viel. Alles rein damit. So, auferstandener Fiddlesticks.
Hält sich alles in Grenzen. So, machen wir mal den Krabbenbeutel auf, Leute. Krabbenbeutel. Krabbenbeutel. Ein Bett im Krabbenbeutel. Das ist immer frei. Was? Ich glaube, das ist Tode. Ich glaube nicht, dass das ist. Ich bin, glaube ich, gerade der luckigste Mensch im ganzen Universum. Ich glaube das wirklich. Ja. Safe. Der Rest war Müll. Aber heilige Mayonnaise, Zitronese. Einfach mal so eine und Lux. Ich glaube, habe ich Lux? Es kann sein, dass... Doch, ich habe sie mal bekommen. Ich habe mal Lux tatsächlich irgendwann bekommen. Da weiß ich schon mal, dass ich mich überkrass drüber gefreut habe. Ja, das war's mit dem Hexech-Opening. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Die restlichen Skin-Charts, die wir noch haben, die gibt's dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.